Dann ein herzliches Willkommen auf den Tremwirmerlauter 2017. Wir befinden uns in Wedin und fahren eine Güterzugaufgabe, schwere Fracht für Wedin. Ich bin nicht alleine, ich habe noch zwei Leute mitgebracht, die können sich ja mal melden. Hallöchen, hier ist der BLV 1986. Und dann haben wir noch den Per. Jo. So. Komm. Jetzt müssen wir erstmal wieder komplett aufrüsten. Warum er die Lok erst runterfährt, verstehe ich auch nicht. So, als erstes müssen wir ja gleich tanken fahren, weil ich. Wie kann man eine Lok ohne Sprit geben? So, BZP ist an. Bifa. Na. So, haben wir auch an. Und dann werden wir mal vor. Ach so, wenn ich die Handbremse nicht löse, kommen wir hier nicht weg. Dann ist irgendwie stehst du wie blöd da. Ja. Dass du ohne Handbremse löst. Fahren? Ich hab doch die. Hat er nicht gemacht. Aber jetzt müsste es doch. Ja, jetzt geht's. Hat er nämlich nicht gleich gemacht. Müssen wir wieder ausschalten. Dann aus der Lok rauskrabbeln. Und dann werden wir mal tanken. Ne? Also wie kann man einen leeren Tank uns geben? Keine Das ist Ahnung. irgendwie blöd. Ja. Damit Train Simulator kenne ich mich so besonders aus. Ach so. Eine schöne 232 fahren wir, schöne Reichsbahn Diesel-Lok. Die Lupfmüller? Jo. Ja, das ist der Hammer halt. Ja, die ist noch ein schönes Gefährt. Also wo ich damals hin zu meiner Oma gefahren bin, da bin ich mit den Zug gefahren. Da ist ein bisschen bei einem kurzer Aufenthalt und da bei mir im Stein, Kirchenleitbach in der Müller Solo gefahren. Ja, die ist ja dann immer in Reichenbach haben wir dann die Lok gewechselt. Die von Reichenbach bis Nürnberg ist in der Ludmilla immer gefahren. Oh, hier schön, herrlich. Aber wir müssen immer noch, wir haben erst einen halben Tank. Also wer sich das Add-on kaufen will, kostet 19,95. Aber die Voraussetzung ist, ihr braucht Berlin-Leipzig dazu. Sonst funktioniert das nicht. Also müsst ihr für das ganze Paket 40 Euro rechnen. Und dann noch die Ludmilla praktisch. Die ist auch nicht im Paket, müsst ihr auch kaufen. So, müssten wir ja gleich fertig getankt haben. Fahrplan kriegen wir gleich von der Fahrdienstleitung. Ich weiß ja nicht, kennt einer von euch Sedin? Das ist, wo das Lok brennt. Nein, den großen Güterbahnhof von Berlin, Sedin. Nee, glaube nicht. Aber ich habe einmal das Video gesehen, wo der Rob Spiel oder Bits von Helder, der auch in die Szenario gemacht, glaube ich. Ja, aber
Das war damals nur für die Strecke Berlin-Lutherstadt und jetzt ist ja die Erweiterung bis Leipzig gekommen. Ja, Rob spielt, der macht eigentlich auch sehr schöne Videos. Allerdings kommt von denen auch leider zurzeit nichts, weil er sehr viel berufstätig ist. Ja, deswegen ja auch in der auch im Mits von Hell auch sogar. Ja. Also ich finde immer die beiden sehr lustig. Also Ja. zum Beispiel Zugbier-Livestream, wer der meisten Zwanze hat und Zwanzelikör, das ist immer der Hammer halt. Ja, da finde ich auch. Aber meistens lustig ist es der Mits von Hell immer meistens mehr Zwanze oder der Rob halt. So, getankt haben wir, dann können wir schon mal wieder die Kraftstoffpumpe einschalten und schon mal die Lok fertig machen. Mal sehen, ob ich ohne Zwanzen auskomme. Oh. Lokleitung für Bereitschaftsdienst. In Schönefeld ist Malheur. Ein Kesselwagenzug ist liegen geblieben. Die Lok brennt. Fahren Sie zum Bahnhof Flughafen Schönefeld und übernehmen den Kesselwagenzug. Sie werden ab Glasower Damm-Übergleis T geleitet, da sich dort schon Züge gestaut haben. Allerdings hängt Ihnen ab Michendorf ein schwerer Kohlezug vor der Nase. Es wird also sicher einige rote Lichter geben. Okay, dann haben wir was Schönes zu tun. Wir müssen einen Güterzug abschleppen in Schönefeld. Und vor uns fährt auch ein Güterzug. Also ihr habt es mitgekriegt. So, dann werden wir mal vorziehen. Und wir dürfen ja hier nur 25 auf dem Betriebsgelände fahren. Ja, halt Rangierfahrt halt. Ja. Sechs Minuspunkte haben wir gekriegt gerade. Ist nicht so einfach. Ja, ich bin noch da. Aber schön gemacht hier. Also der schickt uns hier quer über den ganzen Güterbahnhof hier.
So, jetzt müssen wir erstmal warten. Wir haben wieder mal rot. Waren jetzt zwei schöne Lieder gewesen. Ja. Wir können erstmal den Güterbahnhof nicht verlassen, weil uns hier noch eine Kreuzung vorbesteht. Patrick Emke ist da oben in Trog 1. Nochmal ganz herzlichen Dank an die treuen Abonnenten, dass euch das Video von Gärten sehr gut bei euch angekommen ist. Teil 2 kommt natürlich. Ist selbstverständlich, haben wir euch ja versprochen. Genau, lass mal das Video, das wir gesagt haben, das war doch Linie 7 gewesen. Genau. Warte mal, morgen bin ich nicht da, morgen ist Samstag. Können wir doch eigentlich auf den Sonntag machen. Ja, können wir Sonntag machen. Weil da habe ich nichts vor, da bin ich zu Hause. Und da können wir gerne die Linie 7 auf Gärten fahren. Es kommt eine 155 gerade mir hier entgegen. Okay. Aber mit was für ein Affenzahn rast die hier in den Güterbahnhof rein? Wir müssen hier mit 40 dürfen wir nur, weil sonst kriegen wir eine Schmiere. Mhm. Das Blinken bedeutet, dass ich praktisch eine Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h nicht schneller fahren darf, sonst gibt es eine Zwangsbremsung. Hm. Ja, siefer. Ach, hier ist das Licht. Ich suche das die ganze Zeit. Für die Instrumentenbeleuchtung. Dabei ist es hier oben drinnen, der Schalter. Aber schön mit Expertline zu fahren, das finde ich viel besser als mit der normalen. Weil sonst ist es ja kein richtiger Simulator, wenn du nicht WiFa und PZP betätigen musst. Mhm. Oh, ist doch nicht gekommen, na, dann fahren wir mal vor. Aber ihr wisst, wir müssen nachher noch eine Umleitung fahren. Wir können nicht gerade nach Schönefeld, weil da schon Güterzüge stehen. Sollen... Oh.
Oh, Schmiere. Hier war irgendein Magnet, den ich nicht gesehen habe. Zwanzig? Ja. Ah, da kannst du gleich eine 20-Lücke erdringen. Ja. Ja. Der Hund hat das Mikro. Warte mal, ich höre euch gerade so voll leise. Was ist denn bitte? Sagt mal was? Ja, wir hören dich. Ah, jetzt. Ja, der Hund hat das Mikrofon in den Mund genommen. Du bist ein Schlingel. Der Hund an und zack, erstmal mit der Schnauze ins Mikrofon drin. Mal gucken, ob ich ein Foto kriege, dann seht ihr mal, was das für ein Hund ist. Hier sehen? Nee, ich kann noch nicht. Ach ja, du fährst ja, stimmt. Ja. Ich muss. Ich hab nur gehört, ich auch. Du kannst ja keinen Lokführer hier vom Stand weg kriegen. Ja. Wir dürfen ja nur 80 km/h fahren.
er schon wieder gut. Thank you.
Aber mit der Lomittler zu fahren macht richtig Spaß. Aber das ist ja irgendwie auch ein cooler Song zu sein, mit dem Motor startet. Ja. Ey, die haben sogar den neuen Bahnhof Ludwigsfelde hier hingebaut.
bin mal kurz AFK. Ja. Mal sehen. Hier muss ja gleich nochmal vor. Elefantabuhin. Ja. Aber diesmal eine mit extra Kohlensäure. Eine schwarze Fanta. Eine braune. Müssten aber gleich da sein. Laut System 10 Minuten noch. 14 Kilometer haben wir noch bis Schönefeld. Wieder schnell. Erst hat das Signal geblinkt und dann drückst du und dann ist es doch umgesprungen.
kann ja momentan nicht spielen, oder, Mike? Mhm. Eine Sehnenscheidentzündung. Ja. Durch gutes Spiel. Ja. Ach, der schickt uns über den... Nee. Die Umleitung ist aufgehoben. Schau an.
Ah, hier stehen die Güterzüge. Oh, wir haben Ersatzsignal. Oh, fuck. Zwangsbremsung Nummer 2. Oh, jetzt geht's weiter.
Schaut euch das mal an. Die Lok steht Tatsache in Flammen hier. Das gibt's ja nicht. Die Feuerwehr ist schon kräftig beim Löschen hier. So. Denk mal, wir werden noch den Güterzug ankoppeln müssen. Ohne Fehler erreicht. Dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Wäre schön, wenn ihr ein Abo da lassen würdet. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye bye.